dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn es Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Du kannst den Weg aus der Ausweglosigkeit weisen. Du willst das dunkle Gestirn in ein helles Morgen verwandeln. Wärme unsere Seelen mit deiner Anwesenheit. Amen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Abendgebet, das gleichzeitig das sogenannte Spandauer Orgelband ist, bei dem eine gewisse Zeit lang in jeder Spandauer Kirche eine Orgelmusik stattfindet, so ungefähr 20, 25 Minuten lang. Und ich freue mich sehr, Christine Bartsch und Andreas Tischer, meine Kollegen, zu begrüßen, die Ihnen heute vierhändige Orgelmusik spielen werden. Eigentlich sollte das mit der großen Orgel geschehen, das ging aber nicht, weil die anders gestimmt ist. Deswegen stehen hier die beiden Klaviere, Klavier und Positiv, was auch sehr charmant ist. Das erste Stück, was sie uns spielen, ist ein Stück aus der frühen Barockzeit von Gerardus Cronx. Der wurde in Holland geboren, so kurz nach Heinrich Schütz, und ist gestorben in Liège in Belgien, wo er Mönch war. Ist von einem Komponisten namens Giuseppe Guami, ein italienischer Komponist, der auch eine Zeit lang als Hoforganist in München gelebt hat. Zu der Zeit war dort Orlando di Lasso, ein sehr bekannter Musiker, und er hat zur Zeit der Gegenreformation gelebt, in der die Kirche sich getroffen hat im Konzil von Trient, um gegen die Reformation anzugehen. Zu der Zeit kam er aus Italien und ging eine Zeit lang nach München. Und diese Musik konnte wirklich nur in großen Kirchen damals produziert werden, in der es eben zwei Orgeln gegeben hat. Deshalb ist diese Musik ziemlich rar gesät und selten. Giuseppe Guami. Thank you.
Gast heute war also Holländer, der zweite war Italiener und der dritte ist wieder Italiener und heißt Gaetano Piazza und hat zur Zeit von Joseph Haydn gelebt. Das ist also klassische Musik. Er war in Mailand im wundervollen Dom tätig und hat viel Musik für Orgel und interessanterweise auch für Theater geschrieben. Er heißt Gaetano Piazza. Theatermusik. Genau zur gleichen Zeit hat der letzte Komponist gelebt, nämlich Giovanni Bernardo Zucchinetti. Man hat von ihm zwei Handschriften entdeckt im Kloster Einsiedeln im Kanton Schwyz und hat den Buchstaben Z mit dem Buchstaben L verwechselt und hat sich gewundert, dass man keinen Zucchinetti in der Musikgeschichte findet. Und der Musikverlag Doblinger hat irrtümlicherweise das L übernommen. In Wirklichkeit heißt er aber Zucchinetti, von dem es tatsächlich Hinweise gibt. Und er war, genauso wie der gerade gehörte Komponist Piazza, Organist in Mailand zeitgleich. Also es ist anzunehmen, dass die beiden auch die Musik miteinander gespielt haben. Es erklingt jetzt also Musik von Giovanni Bernardo Zucchinetti, der Organist war zum Beispiel in Mailand am Dom. Thank you.
Gott segne dich, Gott erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Gott erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Gott erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Gott erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Gott schenke dir immer neu die Gnade der Wüste, Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. Gott gib uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Amen. Vielen Dank.